Hallo und herzlich willkommen hier, Teil 38 unseres gemeinsamen Let's Plays zu Dark Souls 3. Und natürlich ist die Kirby auch wieder hier. Natürlich. Natürlich. Das soll ich mir doch nicht entgehen lassen. Ja, sicher, sicher. Gut. So, machen wir jetzt Typen. Oh, ich dachte gerade, hieß er. Typen um Dach kaputt, wa? Ja. Also, ich habe ja den Tipp gegeben, der eine hinten steht ja auch auf so einer guten Ebene, aber der eine Ritter da, der steht genau auf dem Bogen, ob man den nicht vielleicht nochmal rauslocken sollte. Ja. Da ist ja noch ein Ausgang. Kommt da gegenüber. Genau. Aber steht der letzte auch auf dem Bogen? Nee, da ist wieder so eine Ebene da hinten, ne? Glöbig. Bin mir nicht sicher. Hämmert denn hier? Unten die dicken Ritter, die dicken Riesen wahrscheinlich, oder? Oh, kommt der? I don't think so. Hab ich mich gesehen? Wenn, dann ignoriert er dich noch. Ach, das hämmert keiner, das sind deine Schritte. Oder? Nee, doch nicht. Hehe. Ich glaube, du hast ihn verloren. Ist er gestorben? Ja, der ist runtergefallen. Ma! Das ist ja super. Guck mal, warte, stopp! Guck mal, da ist ein Balkon, siehst du das? Oh ja. Aber das ist auch ein Blutfleck. Ah. Muss man also auch gucken, nicht nur da drauf landet. War interessant, wenn man sich da noch hindroppen ist kann. Ist der tot? Ja. Ja, der ist tot. Aber der nicht. Nee, der nicht. Siehst du irgendwo noch an der Decke was hängen? Nein. Ich sehe gerade einen Geist. Boah, ich hab mich auch gerade erschrocken. Aber sonst nichts. Aber das heißt ja nicht, dass da nichts ist. Nein! Wow. Das fand ich aber unfair. Wow. Ja, vor allem, ich weiß jetzt gar nicht, was ist Wu? Jetzt haben wir hoffentlich, finden wir das nochmal. Was ist Wu? Ja, jetzt müssen wir durch die Tür. Nein. Die, ne? Ja. Oh, wow. Das war ein herber Schlag. Ja. That was me. Vor allem sind die jetzt alle wieder da. Ist das der Aufzug nach oben? Ich glaube, ne? One can only hope. Oh Mann, 20.000 Seelen hängen jetzt da oben. Ich dachte gerade, guck... Ah ja, super, man sieht's nicht. Ich wollte mich gerade so, guck doch bitte, ob er von unten oder von oben kommt. So. Der muss sterben. Zur Außenleiter und nach oben, da muss da noch einer sterben und so weiter und so fort. Warte mal, Außenleiter, Müsstest du da raus, wo du den gerade umgebracht hast. Und dann ganz vorsichtig außenrum, linkerseits. Ach ja, und da ist direkt die Leiter, ne? Genau. Uffa. Das ist ja Ruhe. Ich hoffe, die haben echt den Bloodstain nett gemacht und nicht wirklich, als ob wirklich bevor der letzte dann besiegt ist, dass man sich den erst holen kann. So. Da waren so viele Fallen gleich. Ach, jetzt. Jetzt müssen wir hier runter, ne? Ja. Oh man. Jetzt versteckt sich da hinten ein, aber kannst du eigentlich ignorieren, ne? Eigentlich schon. Musst du aber auch nicht nee, hin. Doch nicht. Aber jetzt, boah, der andere war auch schon recht nah. Heilige Güte. Ich krieg so Panik, ja. Direkt da jetzt aber von rechts kommen zwei Zwerge, ne? Zwischen ja, denen. Hier, ne? Ja, ja. Okay, der ist tot. Wow. Wow. Ah ja, besser nochmal, ne? Ja. So. Eigentlich kann sie jetzt direkt in den ersten Gang reingehen. Ja, da müsste eigentlich mein Platz denn liegen, ne? Ja, irgendwo in der Nähe. Hopefully.
Ja, wer weiß, wo die den hingemacht haben. Ah, da ist er. Oben rechts. Hast du ihn gesehen? Ja. Aber da ist er noch. Dann müsste er noch ein Zwerg irgendwo sein. Das weiß ich auch noch. Boah. Das hat gezogen gerade. Bisschen. So, wer kommt? Irgendeiner kommt doch. Nee, doch nicht. Dachte, ich hätte den Ritter gehört. So. Waren wir jetzt nur nicht auf der Seite, ne? Ja, komm doch auch. Ah, okay. Okay. Ah, oh, irgendeiner ist wieder gestorben. Der jetzt. Ach, das ist ja super. Nee, doch nicht. War anscheinend ein Zwerg. Der geht ja nicht weg, der Hayopai. Oh. Was macht er jetzt? He's coming, he's coming. Er hat's geschafft. Das ist ja unangenehm. Geht wieder. Komm. Raste doch mal aus. Wow. Ah. Uah. Ey. Wow. Ey. Mean. Ah. Uah. So, jetzt ist aber mal gut mit dir. Sehr, sehr gut. Hat nichts verloren, Drecksack. Drecksack. Eieiei. So, dann gehen wir doch mal gucken, was der da versteckert hat, oder? Ah, ne? Gucken, was der bewacht. Bei dem einen, der eben gefallen ist, der jetzt noch lebt, da kann man sich irgendwie so runterfallen lassen, ne? Also da so irgendwie. Ja, ist auch sonst nichts, ne? Ich weiß nicht, ob da ganz, ganz links noch irgendwas kommt. Ich kann ja nicht über den Hügel gucken. Ne, ich glaube nicht. Das ist der Drop-Point. The point where you should drop yourself. Da hinten, ne? Der Balkon, ja, mehr ist ja nicht, oder? Nee. Aber es ist nicht so leicht, da hinzukommen. Nee, oder ist hier noch was? Ne, stand da echt nur so rum. Für nix. Oh, hab ich jetzt jemanden gehauen? Ja, ich glaube, da müssen wir den einen noch weglocken, sonst können wir das nicht in Ruhe versuchen. Nee, ne? Mhm. Okay. Hey, deine Mutter. Ey, Arschloch. Oh, Entschuldigung. Oh. Wow. Ich dachte auch gerade, es ist doch ein Witz, als jetzt echt da oben mit dem Kämpfen oder was? Ah, you freaking kidding. Oh, ich hab jetzt abgestürzt. Der ist abgestürzt. Das ist so ein Blödi. Guter Blödi. Guter Blödi. Ja. That's how we like our Blödis. Ja. So, dein Hinweis. Wenn du hier fällst, oh, da unten hast du gesehen, da unten ist was. Da, was denn? Ich hab das gesehen, da war so ein Rockzipfel da unten an der Ecke, hab ich genau gesehen. Was? Da, unten. Steht einer? Ja, ja. Sitzt einer. Vorsicht, Absprung. Nee, versucht Absprung. Ja, Vorsicht, Absprung. Ja, beides gleich. Tja, Platz den. So, hier runter, ne? Ja. Try it. Sehr gut! Mwahaha! Was war denn gut? Was, wofür war es gut? Springen wird benötigt. Ja. Was sonst, ne? Boah, hier runter, ne? Ja. Das geht aber. Boah, ich gehe jetzt hier runter. Oder hier runter? Nein. Da hier runter, nicht, ne? Runter. Genau. Okay, ich gehe jetzt hier runter. Ja. Bitte spring nicht zu weit. Nee, ich versuche ja. Zum Körper. Sehr gut. Oh, bring something.
Oh, I will drink something. Hier waren wir noch nicht. Nee. Aber wieso machen die denn bitte... Was ist das hier für eine Kanzel? Ja, wieso machen die denn eine Kanzel, wo keiner rüber gucken kann? Für die Riesen unten, oder was? Was ist das denn? Das ist ein Zauberwurm. Oh. Ein Zauberwurm. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. Ist aber gut, der dicken Magen. Ja, Riesenmagen. Oh, das ist der Hebel. Wo? Da. Ha, der Hebel. Das ist aber ganz schön anstrengend, den letzten Hebel zu ziehen, das sage ich dir. Guck mal, jetzt kommt's hier. Völlig viel weiter. Oh, jetzt kannst du da rüber laufen. Das ist ja prima, aber da geht's auch noch irgendwo hin. Sollen wir da mal zuerst lang? Aber natürlich. Bevor wir darüber balancieren, würde ich sagen, machen wir erst das, wo man leicht hinkommt. Boah, da haben wir echt gedacht, wir wären hier schon fast fertig in diesem Verlies. Ja, falsch gedacht. Wow. Da ist doch noch so eine Steinmade. Ist doch ein Lurker hier. Der versucht mich doch hier... abzulenken von der dicken Steinmade, die da ist. Eins, zwei... Ich sag dir, was ist mit dem Typen los, der die Geschichte hier zu schreiben? Ist doch was falsch gelaufen. I don't know. I really don't know. Kommt ihr Würmer. Da hat sich einer vorbeigeschlängelt. Naja gut, das ist jetzt auch nicht so, als müsste ich die mit besonderer Vorsicht genießen. Nee, es ist einfach die Menge, die einem erstmal ein bisschen Angst macht. Guck mal, wer da ist. Da ist wieder ein Zauberlurker. Hat er noch ein paar heraufbeschwört? Beschworen? Ich weiß es nicht. Guck mal, das bewegt sich da alles so. Das wabert so die runter. Die hängen da auch alle so gepinnt, ne? Als ob die Riesen die so aufgespießt hätten. Ja, da ist noch ein Zauberer. Ja. Hä? Tot? Alter, was ist los mit dir? Roter Symbol, Speckstein. Okay. Hm. Was ist da für eine Tür? Hier. Soll ich mal aufmachen? Ja, natürlich. Stimmt hier, Endgegnerraum. Schon wieder ein Endgegner? Nee. Ah, ein Leuchtfeuer. Das sieht aus wie Kinderbetten. Wow. Hier. Keine Ahnung, willst das du mal echt abreisen? Alles so wiegen, das ne? So wiegen, ja. Willst du nicht mal abreisen? Ja, komm, wir reisen erstmal ab. Weil wir müssen ja später auch noch darüber laufen, das haben wir auch noch nicht gemacht. Da gibt es auch was zum Einsammeln da in dem Raum, aber ich weiß nicht, was da losgeht, sollen wenn man da reingeht. Kurz gucken, ne? Wir gehen erstmal. Weiß es nicht. Nichts voraus Unglück. Umso mehr Last erscheinen Glück. Hä? Say what? Was bewegt sich da? Ach, sprechen! Was steht denn da? Nachricht lesen. Wein voraus, deshalb Vorsicht zweihändig. Soll ich mal reden mit denen? Ja, bevor man die haut, ne? Rosaria, Mutter der Wiedergeburt. Ach, guck mal, jetzt sehe ich die. Jetzt erst? Ja, ich habe irgendwie... Hast du noch das Gemarbe geguckt? Gesehen, ja. Ja, okay. Komm, wir machen immer den Eid. Cool, Rosarias Finger bekommen. Bleiche Zunge darbieten. Attribute neu zuweisen und Aussehen ändern. Wie cool ist das denn hier? Das ist ja super. Was kriegt man denn für die bleiche Zunge? Weiß man noch nicht. Ne? Nee, das ist wahrscheinlich... mal nachgucken. Ja. Komm, sollen wir die dem mal geben? Entschuldigung, bitte. Entschuldigung. Haben wir mehrere? Ja, zwei. Komm, wir bieten dir mal erstmal eine nur. Ach, das ist wie mit dem Wolf, mit diesen Dingern ja. da. Ja, schön, dass wir den gefunden haben hier. Finde ich super. Rosaria.
Aber sprechen kann man nicht wirklich mit der, oder? Mm-mm. Also da. Nee, das ist wie dieser Wolf, ne? Also ich meine, die sieht allerdings lebendiger aus noch, aber. Ja, aber Attribute zuweisen finde ich super. Ja, das ist echt cool. So, dann reisen wir jetzt erstmal ab oder sollen wir. Nee, ich würde kurz abreisen. Ja, stimmt, wir und haben dann so viele Seen. Da wieder hin und dann über dieses Ding noch drüber gehen. Genau. Über die letzte Absperrung. Und das ist hier Rosarias Schlafgemach. Das kann man sich doch merken. Jetzt haben wir da doch viele Reisepunkte. Wir hatten nur einen die ganze Zeit. Ja, ja, das stimmt. Ich bin auch echt, ich bin so froh, dass wir das gefunden haben. Mhm. Ich auch. Das Gebiet war lange Zeit ein Buch mit 7 Siegeln für mich. Ja, vor allem, wie wir da hin mussten, jetzt erstmal über dieses ganze Dach, dann da runterspringen. Oh. Wer bist du denn? Die Ritterin da. Ach, du schon wieder. I see that you are now a finger of Rosaria. Oh ja, Probleme damit? Your path is wholly different to mine. Oh oh. Gentle unkindled, I bid you farewell. If we meet again, it will be as adversaries. Oh oh. Ups. Gentle unkindled, I bid you farewell. Ah ja. If we meet again, it will be as adversaries. Also hat das vielleicht jetzt den Eid mit dem Wolf aufgelöst, ja, weswegen sie da war? Wahrscheinlich. Guck mal. Oh, and we meet again. We spoke before on the road of sacrifices. Ja, das ist die genau mit dem Horus. I'm well pleased to see you safe. We reached the Cathedral of the Deep, but Aldrich's coffin was empty. Oh. The man-eater must have left for his true home. The little doll in the empty coffin told me. Aldrich is said to hail from Irithyll in the Boreal Valley, an ancient fabled city. A pilgrim told me that the city lies beyond Farron Keep, and so becomes our destination. Okay. Aldrich's honest home is Irithyll in the Boreal Valley, an ancient fabled city. A pilgrim told me that the city okay, and so becomes... Okay, good. Interessant. Ob er jetzt was sagt? Oh. Er hat uns halt eigentlich immerhin geholfen, ne? Ich dachte, jetzt würde der mehr mit uns reden. Ich glaube, der redet einfach generell nicht. Er ist nicht so der gesprächige Charakter. Aha, that returned. And a fine day it is. And a fine day it is. Yes, we have. Tiefenseele. Schwarze Schlange. Kerzenhalter des Klerikers. Ja, auch nicht so dolle. Nein. Was ist das? Rapier des Kristallweisen. Erfahrung, Großschwert. Ah, ich habe mich immer noch nicht entschieden. Heiliges Schwert vom Fürst Volnia. Ja, das ist super. Das ist wirklich gut, ne? Mhm. Das können wir auch benutzen. Ah, was haben wir denn? Hochfürst Volnia. Ich glaube... Mehr kann man auch gar nicht machen mit dem, ne? Nee. Sollen wir das dann einfach mal machen? Ja. Ja, ne? Ja. Ja. Ah, most illustrious Lord Seeker. Ach so, hat er uns schon gesagt, ne? Oh, in fact, methinks. Ja, genau. Gut. Now. Mal gucken, ob man das noch aufwerten kann. Na, noch ist unseres besser. Stimmt. Ui, gucken wir uns das jetzt erstmal an, ne? Ja. Ich bin gespannt. So, wir haben gerade das Astora-Schwert, das hat 180 plus 30. Genau. Dann hatten wir das eine noch daneben aufgewertet, ne? Das war aber zu lang. Stimmt, guck mal, das ist das hier. Genau. Oh, das sieht aber sehr gut. Das ist auch nicht so ganz so riesig und sperrig. Das ist sehr schön. Hoffentlich kann man das noch aufwerten. War was schneller als ja, dieses das ist andere, aber schon ne? ein bisschen schöner, ja, finde ich. Wir hatten ja mal dieses Großschwert, das war wirklich furchtbar. Ja. Mama, das ist gut. What needs? What needs missing? Haben wir noch einen? Nein. Ah, schade. Gut, dann Waffe verstärken. Und zwar dieses hier, ne? Mhm. Titanitschuppe brauchen wir aber dafür schon. Aber das ist ordentlich. Ja. Komm, wir machen das mal, oder? Ja. Wow.
Einmal wäre super gut. Ja, jetzt haben wir eine, die wirklich besser ist als unser vorheriges. Boah, 201 plus 43, ne? Ja, richtig gut. Richtig gut. Pretty, be careful. I don't want to see. So. Jetzt wollen wir noch aufsteigen, oder? Ja, mal gucken, was macht der, wenn ich hier... Boah. Okay. Ah, how... Knowest thou of that soppy gossip? That cordial intrusion layeth the path, and so thou art then thy path. Ja, okay, okay, okay. Ashen one. So, meinst du, wir sollen noch mal gucken? Wo ist die? Ach, da. Ach, Gott sei Dank. Meinst du, wir sollen noch mal versuchen, mit den anderen Gestalten hier zu reden? Ist denn noch jemand da? Also nicht die unten, die sind lame. Die sind lame, ne? Ja, also wenn dann oben, die erzählen ja manchmal was, aber die unten, die erzählen dir eigentlich nur was Welcome Neues, wenn du was denen Neues gibst. Speak that. Ja. Very well. Hm. Then touch the cake now. Ach, wir haben außerdem haben wir jetzt noch viele Sachen zu erkunden. Wir müssen da jetzt hin. Ha. Ja. So. Stärke. Geschicklichkeit brauchen wir im Moment gar nicht, weil wir jetzt eine Waffe haben, für die wir geschickt genug sind und die super ist, ne? Ja, stimmt. Guck mal da, aber da geht er auf 248 der Schaden und hier geht er auf 246 Ach so, na dann. Ist das natürlich was anderes. Oder meine Kondition oder ein bisschen Vitalität. Kann man nur einmal? Oder belastbar. Ja, wir können nur einmal. Also ich würde Vitalität oder Geschicklichkeit. Machen wir Geschicklichkeit. Okay. Gibt ein bisschen mehr Schaden. Ich gedacht, das kann ja nicht schlecht sein. Ja, lebt wohl. Lebt wohl ja auch. Wir müssen jetzt unser neues Schwert ausprobieren. Jawohl. Ich bin, glaube ich, zu viel jetzt schon. Fünfer sieht total super aus. Passt auch voll gut zu deiner Rüstung jetzt. Es war auch gar nicht so schwer, habe ich das Gefühl. Ne? Also ja. Ich habe, glaube ich, keine Beeinträchtigung in meiner Rollfähigkeit. Scheint nicht so zu sein. Nope. Eine neue Lieblingswaffe. Vielleicht. Vielleicht. Ohne sie einmal ausprobiert zu haben. Ja. Der Lebensring. Ist halt natürlich, wir können nicht so oft damit zuhauen, ne? Das ist halt schon wichtig, dass der ordentlich Schaden macht. Ja, aber eigentlich machst du das auch eh selten, dass du, ne? Meistens ist so ein, zweimal schlagen und dann wegrollen sowieso dein Ding. Ja, ja. Ach ja, die sind ja jetzt wieder da, richtig. I remember. Doch, doch, das ist ziemlich gut. Ja. Du rollst dich immer noch. Wie ein junger Gott. Hey, hallo. Fotsch. So. Weiter geht's. Ah, Fotsch mit euch. Guck mal, da hinten ist die Tür übrigens. Haha, die wir aufgemacht hatten auch. Oh ja, genau. Einmal ans andere Ende gelaufen. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, da kommen jetzt auch nochmal die Würmer, ne? Auf der anderen Seite ging es nicht lang. Nee, ich glaube, das war jetzt eine Sackgasse. Nur in das Schlafzimmer ging es rein. Da müssen wir rüber. Hier, ne? Ja. Ich hole mir jetzt eben noch die hier. Da hinten ging es irgendwie noch weiter oder gibt es ja nur zu der Kanzel? Nee, ich glaube, da ging es noch weiter. Nee, stimmt. Nee, da geht es nur ja, zur Kanzel. Alles klar. Da müssen wir nur noch über die Uhr. Das wäre geil gewesen. Über die Mauer laufen. Ja. Alright. Hier rüber, ne? Mhm. Laufen mal ein bisschen schneller, tak, 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 damit uns nichts passiert hier. Ja, da waren wir aber auch schon mal. Kommen wir nur zurück. Ach, echt? Mhm. Da ist dann einmal ein Aufzug auf der rechten Seite okay, und da okay, ist der hier Ausgang. Wieder, ja, genau, alles klar. Und wenn du jetzt links gehst, kannst du runterfahren wieder. Okay. Dann müssen wir nur noch gucken, was wir jetzt unten machen sollen mit denen. Stimmt. Weiß ich nicht.
Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Okay. Na gut, also hinten bei Rosarias Schlafzimmer hatten wir auf jeden Fall alles, ne? Ja. Tja, was machen wir jetzt, ne? Hat sich jetzt irgendwas getan durch den Fluch, den wir den Item geleistet haben? Man weiß nicht. Hello, my friend. How are you? I want to stab you in the back. Boah, getreten. Ich bin schneller. Gluck, 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 gluck. Attacke! Ah. Da. Da so. Sitzt noch einer. Ach, komm. Tja, was machen wir jetzt mit den Riesen? Keine Ahnung. Da sitzt noch einer. Ich befreie euch, Riesen. Erstmal haben wir die eingesperrt. But why? Versuch Zunge. What? Die haben diese Zunge, die wir gekriegt haben, oder was? Hä? Wir haben doch der einen so eine bleiche Zunge gegeben. Ja. Was soll man denn damit da jetzt machen? Eine gute Frage. Also wir haben doch jetzt auf jeden Fall alles hier. Und da waren wir auch schon hinten, ne? Hier sind wir auch schon hoch. Da sind wir schon hoch, aber ganz oben, da sieht auch noch wie eine Balustrade aus. Siehst du das? Da waren wir auf jeden Fall noch nicht, oder? Oh doch, da waren wir aber auch gekämpft. Als wir da oben mit der, das ist das Schlafgemach von ihr, ne? Ja, ich meine ja. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, wir werden uns jetzt mal einem neuen Gebiet zuwenden. Ja. Wenn uns irgendjemand hier noch meint, sagen zu können, was wir vergessen haben könnten, theoretisch. Genau. Bitte. Tell us. Was sagt der dir? Reisen wir vom Schlafgemach ab? Oder was? Ja. Dann gehen wir jetzt wieder in die. Zu den Skeletten, oder? Genau. Gut. Da hatten wir noch einiges zu tun. Wo willst du hin? Nicht da hier. Kannst du auch lang. Kannst du auch nach unten kommen zum anderen Leuchtfeuer. Ich weiß was. Ja, ich benutze einfach so einen Feuerbandschrein. Ne? Ja. Können wir vielleicht nochmal einmal aufwerten und dann. Aber das machen wir nicht mehr in diesem Part, oder? Das Aufwerten vielleicht noch, ja, oder? Ja, okay. Das finde ich ist eine gute Sache. Und dann werden wir frisch ans Werk im neuen Teil gehen, nachdem wir diese Maden besiegt haben. Ich finde das ein bisschen gemein, dass dieser Ari jetzt weg ist. Ja. Und, Welcome home, Ashen One. Ah, nee, die war das ja gar nicht. Die andere. Speak thine heart's desire. Die jetzt böse ist gegen uns. Very well. Then touch the Ignari. Komm, bitte, ein muss gehen. Ja, aber gerade. Hui. Ich glaube, noch eine Geschicklichkeit. Ja, dann haben wir das erstmal, ne? Ja, 20 ist gut. Ja, jetzt können wir uns irgendwas anderem widmen. Farewell, Ash and May the Flames. Okay. So. Reisen, und zwar... Nein, da nicht. Ja. In die Katakomben nochmal, ne? Jawohl. Es ist nur die Frage, fangen wir da vorne an oder gehen wir direkt zum Hochfürst Wolnir und gehen nochmal zurück von da? Ich glaube, erstmal zum Hochfürst, weil das ist mir echt ein bisschen zu langer Weg wieder durch die Katakomben. Ja, also da haben wir die obere Etage noch nicht gemacht und die untere Etage, da wo der super Dicke da war.
Stimmt, und die obere, wo Stier, die, der genau, Feuerstier. Und die obere Etage, das haben wir, glaube ich, aber erstmal zuerst, ne, wo die kleineren Gegner waren. Ja. Gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, haben wir die halbe Stunde mal wieder voll bekommen heute. Mhm. Leute, hat Spaß gemacht und im nächsten Teil werden wir uns die Katakomben hier nochmal vornehmen. Juhu. Also, bis dahin. Tschüss. Bye, bye.